Hallihallo und herzlich willkommen zur heutigen 8. Ausgabe von Mensch bleibt Mensch. Zunächst wie immer kurz etwas zu euren Kommentaren und diesmal wirklich ganz, ganz kurz, denn ich habe zur letzten Sendung, wo es ja um die Veränderung ging, bis jetzt keine Kommentare erhalten. Ja, und das heißt für mich, ich leg gleich mal los mit meinem heutigen Thema und da geht's um Gewinner und Verlierer. Eins weiß ich mal ganz sicher, jeder Mensch möchte immer ein Gewinner sein. Ja, und da stellt sich jetzt die Frage, wer entscheidet darüber? Was glaubt ihr? Wer hat es in der Hand? Ist es das Schicksal? Der Zufall? Das Glück? Ich selbst? Andere für mich? Also ich frage mich ja immer, warum habe ich nie einen Hauptgewinn im Lotto? Liegt's an den Zahlen? Liegt's in meiner Hand? Steht's überhaupt in meiner Macht? Oder denke ich falsch? Denke ich insgeheim, was mache ich denn nur mit so viel Geld? Anstatt, ich weiß genau, was ich damit machen werde. Ist alles nur Einstellungssache? Kann ich nicht so ganz glauben. Ja, und es stellt sich die Frage, gewinne ich eher, wenn ich cool bin? Verliere ich, weil ich uncool bin? Hängt es von einer Leistung ab? Hängt es von meiner Umgebung ab? Wieso heißt es, wer viel verliert, kann hoch gewinnen? Oder je höher der Aufstieg, umso tiefer der Fall? Was steckt da jetzt für ein Sinn drin? Ist das Verlieren vielleicht ein Zeichen für uns zum Umdenken? Hat es nicht doch auch eine Berechtigung, um uns mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen? Denn wer nie verliert, wird ja auch nie das Gefühl des Gewinnens erfahren. Und das ist doch so wichtig für uns alle. Dieses herrliche Gefühl, was geschafft zu haben, das pusht uns, gibt uns Motivation und Kraft, dass wir einige Zeit davon zehren können. So wie nach einem tollen Urlaub. Da zehrt man ja auch meistens das ganze Jahr davon, stimmt's? Und angeblich gibt es ja einen Unterschied in der Verhaltensweise bzw. in der Denkweise von Gewinnern und Verlierern. Denken wir nur mal an den Sport. Der Sieger hat immer einen Plan. Er will gewinnen auf Biegen und Brechen. Er hat den nötigen Ehrgeiz, traut sich alles zu und er steht auch voll hinter sich, wenn er dann mal nicht gewinnt. Der Verlierer hat eher gleich eine Ausrede zur Hand und sagt, naja, Hauptsache ich bin dabei. Oder er lässt es gleich ganz sein, aus Angst davor, es nicht zu schaffen. Und mit so einer Einstellung schafft man sowieso nichts. Gar nichts. Und das nicht nur im Sport. Ist so. Das ist jetzt etwas überdramatisch formuliert. Aber so ähnlich könnte es schon ablaufen. Habe Kerkeling sang mal das Lied, das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidatin. Genauso könnte man sich das bildlich vorstellen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Sind Gewinner Optimisten und Verlierer Pessimisten? Stimmt das? Ist das so? Ist eine Überlegung wert. Also Menschen, die von sich fest überzeugt sind, denen fällt praktisch das Glück von allein in den Schoß. Anderen wiederum, die wenig an sich selbst glauben und erwarten, dass das Glück ihnen ebenfalls in den Schoß fällt, denen passiert sowas nicht. Warum? Der Mensch, der an sich glaubt, geht seinen Weg unerschütterlich, bis das Ziel erreicht ist. Also ist es auch immer ganz, ganz wichtig, das Selbstbewusstsein zu stärken.
Denn der Mensch, der zu viel nachdenkt, zu viel zweifelt, zu viel grübelt, der wird den Erfolg nie spüren können und sein gestecktes Ziel auch nicht erreichen. Denn wer zu viele Gründe findet, die ihn vom Ziel abbringen, der erreicht es auch nie. Es ist so, ist eigentlich unglaublich, dass das wirklich so ist. Und passt mir bitte auf, denn es gibt auch Menschen, die einen am persönlichen Erfolg hindern. Gibt es. Kann ich aus Erfahrung sagen. Und die sind gleich in eurer Nähe, gleich ums Eck. Das sind die, die sagen, nein, würde ich nicht machen. Nein, das ist zu riskant. Nein, das klappt sowieso nicht. Nein, überleg mal, nein, dies und das. Nein, nein, nein. Hört bitte nicht auf die Neinsager. Geht euren Weg. Und ihr werdet Menschen treffen, die euch helfen, euer Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und es auch wirklich zu erreichen. Ja, und dass es schwieriger ist, etwas in Angriff zu nehmen, ist auch klar. Leichter ist es auf alle Fälle. Gleich gar nichts anzufangen. Nur irgendwann stellst du dir die Frage, warum habe ich nicht? Warum habe ich es nicht riskiert? Warum bin ich nicht? Warum habe ich zu viel überlegt? Warum, warum, warum? Also, Mut zum Leben, Mut zum Risiko und Mut zu deinen Vorhaben. Dann steht dir als Gewinner nicht mehr viel im Wege. Also, kommt, machen wir uns gemeinsam auf den Weg zum Gewinner. Was kann schon schiefgehen? Es ist doch alles einen Versuch wert. Und vergesst doch eins nicht, jeder von uns hat doch zahlreiche Begabungen, so manche schlummern halt oft im Verborgenen, aber sobald sie zum Vorschein kommen, ja dann macht was draus. Manche von uns sind eher mehr praktisch veranlagt, manche eher mehr geistig. Und beides ist von großer Wichtigkeit und auch von Bedeutung. Denn es kann nicht jeder ein Buch schreiben. Und umgekehrt kann nicht jeder ein Haus bauen. Das sind jetzt nur zwei Beispiele von vielen Beispielen. Natürlich gibt es auch Menschen, die alles können. Das sind dann Multitalente. Und ehrlich, diese Menschen bewundere ich schon sehr. Denn ich würde auch gerne alles können, nur ich kann es nicht. Und manchmal denke ich mir, vielleicht ist es eh besser, nicht alles zu können. Denn wenn man nicht alles kann, braucht man auch nicht alles selbst machen. Und man bekommt ja jede Hilfe und Unterstützung. Wozu hat man gute Freunde? Stimmt's? Ich bin überhaupt nicht handwerklich veranlagt. Ich könnte ja nicht mal meine Wohnung ausmalen, geschweige denn einen tropfenden Wasserhahn reparieren. Was ich kann? Gerade mal einen Nagel in die Wand schlagen, um ein Bild aufzuhängen. Und da ist der Nagel dann auch meistens schief. Ist ja egal, man sieht ihn ja eh nicht. Meine Begabungen werden wohl woanders liegen. Ich muss sie mal suchen gehen. Ja, und wir sollten aus jeder kostbaren Energie, die uns zur Verfügung steht und die wir besitzen, wertvolle Ergebnisse machen. Denn dann stellt sich die Frage schon gar nicht, Gewinner, Verlierer. Für uns nicht und auch für andere nicht. Denn was andere sagen, nehmen wir manchmal viel zu wichtig. Man wird da schnell abgestempelt. Und das hindert uns auch am Weiterkommen. Wir brauchen schon alle Motivation, egal von wem sie auch kommt. Also ich denke mir, wir haben von jedem etwas, vom Gewinnertyp und auch vom Verlierertyp. Und gibt es eigentlich einen reinen Gewinnertyp? Für mich gibt es einen, nämlich meinen Lieblingssportler und das ist der Hermann Mayer. Den kennt ihr alle, ist ein Spitzenathlet, ein super Skifahrer und trotz schwersten Stürzen und Verletzungen kämpfte er beharrlich weiter und feierte tolle Siege. Er hatte dann einen Motorradunfall und wurde dabei so schwer verletzt, dass jeder glaubte, jetzt ist es aus mit seiner Karriere.
jetzt muss er mit dem Skisport aufhören, jetzt ist es vorbei mit dem Gewinnen. Und was ist passiert? Er kämpfte weiter, bis er wieder am Siegesstockerl stand. Und da muss ich ehrlich sagen, der Herminator, wie er auch liebevoll genannt wird, ist für mich ein echter Gewinnertyp und sowieso ein Ausnahmetalent. Natürlich hat er auch verlieren müssen, um dann hoch zu gewinnen. Anders geht es ja nicht. Ist ja bei vielen Dingen so. Ja, und da passt noch etwas ganz gut hier dazu, nämlich, wenn ich zu dieser Gewinnerkategorie gehöre, dann kommen die richtigen Menschen auf mich zu, nämlich solche, die schon mehr auf der Gewinnerseite stehen. Umsonst heißt es ja nicht in einem Sprichwort, gleich und gleich gesellt sich gern. Das stimmt wirklich total. Ebenso, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich kann nichts, bring nichts auf die Reihe, ich fühle mich als Versager und Verlierer, dann ziehe ich diese Menschen an. Es ist wirklich so. Alles, was du machst, das ziehst du an. Und es liegt in der Natur der Sache, dass alles auf einen zukommt, denn wir strahlen das ja auch aus, was wir gerade sind. Und das kommt auf uns zurück. Überlegt mal, wenn du schlecht gelaunt bist, dann nerven dich auch alle anderen. Bist du gut drauf? Ja, dann ist es deine Umgebung auch. Und dazu fällt mir noch etwas ein. Ohne Gewinner gibt es natürlich auch keine Verlierer. Und umgekehrt ist es genauso. Jeder ist mal ein Gewinner, jeder ist mal ein Verlierer. So ist es und so wird es auch immer sein. Und ist es eigentlich jetzt so wichtig, wie wir uns sehen? Ja, es ist überaus wichtig. Denn vergesst eins nicht, eure Gedanken lenken euch. Und darum passt auf eure Gedanken auf. Lasst euch auf die positive Seite des Lebens ziehen. Ausschließen kann man zwar die andere Seite auch nicht ganz. Die kommt, ob man will oder nicht, trotzdem öfter auf einen zu. Denn ist euch schon aufgefallen, dass man leichter Scheiße statt schön sagt? Wenn man genau darüber nachdenkt, ist es so und auch das ist menschlich. So sind wir und so bleiben wir. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich leidenschaftlich gerne mit Freunden Karten spiele? Und da kann ich mich sowas von ärgern, wenn ich schlechte Karten habe. Und beim Kartenspielen wird ja vorher schon ausgemacht, dass alles erlaubt ist. Angefangen von den schlimmsten Schimpfwörtern, und da habe ich auch einige auf Lager, die ich sonst so nie sagen würde. Ja, ich brauche das auch manchmal. Hättet ihr euch das von mir gedacht? Ich hoffe schon. Denn ich bin doch auch nur ein Mensch und habe genauso meine Fehler und Schwächen und natürlich auch Stärken. Genauso wie ihr alle auch. Wichtig ist es doch, dass jeder sein Leben meistert, seine Stärken bewusst einsetzt, Schwächen auch zulässt und immer menschlich bleibt. Und auf das Lachen ja nicht vergessen, auf die anderen Menschen nicht vergessen. Seid großzügig mit allem. Es kostet oft gar nichts und kann viel bewirken. Ein Lächeln, ein freundliches Wort. Und seid auch in eurem Denken großzügig. Denkt nicht so kleinkariert. Kleinkariert wirkt eng, ist eng. Das, was wir brauchen, soll weit und groß sein, soll alles beinhalten, wie Reisen in ferne Länder, andere Kontinente kennenlernen, anderen Menschen begegnen. Das heißt, einfach unseren Horizont erweitern, in jeder Hinsicht. Und dazu müssen wir uns öffnen in unserer Sichtweise und auch in unserer Denkweise. Denken Sie groß und Sie werden groß. Diesen Spruch findet man in einem Buch vom amerikanischen Schriftsteller David Joseph Schwartz. So, und jetzt habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache für euch. Am 20. Dezember 2014 findet um 18 Uhr ein Weihnachts-Hangout statt.
Ja, und wer weiß, wer da als Weihnachtsmann oder Christkind angerauscht kommt und die Geschenke verteilt. Also merkt euch diesen Termin unbedingt vor und seid dabei. Nicht nur ich freue mich auf euch, sondern auch alle anderen Moderatoren und Mitarbeiter von Brain Content. Es wird dann anschließend eine Weihnachtspause bis Mitte Jänner von allen Brain Content Formaten geben. Dazu zählen mal Channel View, Brain Games, die Brain Talk Show, Brain Watch, dann vernetzt und natürlich auch Mensch bleibt Mensch. Eins muss ich noch sagen, bevor ich jetzt zum Schluss komme. Für mich seid ihr alle Gewinner. Denn vielleicht habt ihr durch diese Sendung Mensch bleibt Mensch die eine oder andere Sichtweise für euch gewinnen können. Und ich bin auch ein Gewinner, da ich euch als Zuhörer für meine Sendung gewinnen konnte. Und dafür möchte ich mich wirklich bei jedem Einzelnen von euch ganz, ganz herzlich bedanken. Schließe hiermit meine Gewinner-Verlierer-Mappe. Freue mich auf euch, wenn es wieder heißt: Mensch bleibt Mensch. Winke, winke, eure Monique. Tschüss!